diese Aufmerksamkeit. Das? Ja, sehr schön. Na gut. Probieren. Bitte. Mit Zahnstocher. Wir haben keinen Löffel gekriegt. Deswegen mit Zahnstocher. Bitte. Schmeckt aber, oder? Das ist wirklich kalt. Probieren wir mal meins. Meins schmeckt Gott sei Dank. Kann der probieren mal? Nee, ich mach keinen Kopf. Das ist nicht bitter, das ist voll süß. Bitter, erdig. Das ist halt voll lecker. Das ist halt türkischer Kaffee. Wir haben keinen Geschmack. Du hast so viel deutsche Gene abgekriegt. Eigentlich bin ich richtig deutsch von uns beiden. Aber er ist wählerisch. Beim Essen. Nee, er ist ein Picky Eater. Das geht nicht. Ich mach das. Egal. Nein, wir sagen das. Anne. Die geben uns Kaffee ohne Löffel. Okay, schmeckt auch nicht. Bitte. Egal. Nein, aber nicht. Ja, ciao. Fotos wollte der machen. Lass Mehmet fragen. Pardon? Kaşe getirir misiniz? Adam kaşe dolar bir. Muhaşır tek başlıyor. Ey, heute ist alles katastrophal, es tut mir echt leid. Nein, das ist doch... Das ist richtig schlimm, ne? Wir können hier gar nicht rein. Oh, ich hab keine große Zeit drauf. Richtig schön, richtig toll. Bei uns war es wirklich richtig guter Tag. Wir haben hier noch einen Löffel. Ein Löffel. Wir kriegen einen Löffel. Dann sag ihm, kann er noch einen trinken? Egal. Kein Trinkgeld einfach. Das ist richtig katastrophal. Wir kriegen einen Torte, einen Löffel. Wer weiß, ob der... Wer weiß, ob der abgewaschen ist. Bei uns war wirklich viel besser. Vielleicht denken die sich auch, oh, das sind zu wenig. Die machen keinen Umsatz, bei denen geben wir uns keine Mühe. Wo ist unser Kaffee? Ja, der fehlt noch. Weil Knitter gab es nicht. Er ist nochmal zurückgekommen und meinte, gibt es auch leider nicht. Ja, es gab sowieso gar nichts, was ihr wolltet, ne? Ja, ich glaube, weil wirklich niemand hier ist, geben sie, glaube ich, gar keine Mühe. Das ist ja richtig leer. Normalerweise ja. Ist jeder Platz voll. Aber man will doch Kaffee mit Süßes jetzt hier direkt. Weiß ich meine. Ja. Naja, es sind ja schon einige Leute da, so ist ja nicht, ne? Aber zum Beispiel, das gehört zu dem anderen. Das, also, das ist wirklich nur diese Part nicht so. Weißt du eigentlich, dass das Wasser überhaupt nicht tief ist? Das ist höchstens 1,5 Meter. Sau. Wenn die Schatten... Hä? Messer und Gabel? Eventuell. Da kriegen wir auch keine. Besteck dazu, mussten wir auch wieder bestellen. Naja. Nicht noch der kleine Junge meinte. Ich bringe euch auch Gabel, wollt ihr drei Stück okay, haben. Okay, alles klar. Dann hat sie mir wieder so witzig geguckt und nicht reagiert und dann habe ich einfach ja gesagt. Ich so, also. Und Jimmy guckt ihn so an und ich so, ja, bitte drei. Egal. Katmesh. Katmesh sieht aber lecker aus. Ja. Oh mein Gott, Junge, nicht so schnell. Rutsch doch aus. Jetzt ist es ein bisschen wärmer, oder?
Nein, Zieling, es ist kalt. Das ist so kalt. Wahnsinn. Boah, das schmeckt richtig gut. Ist da auch irgendwas drin oder ein Bosch? Nein, Kartmel, das ist so mit so. Ich kann das gar nicht erklären. So Blätterteig. Ja, das weiß ich. Ja, mit Pistazien. Nein, aber da ist so Sahne oder so drin. Ah, okay. Normalerweise ist doch immer Eis dabei, oder nicht? Nee, kann man mit oder ohne Eis bestellen. Aber Eis wäre jetzt eh viel zu kalt. Allerdings. Ja. Sogar für mich. Deswegen habe ich auch Kaffee nicht mal zu trinken halten. Schneid das schon mal ein bisschen, okay, ja. Und man gibt doch Milch dazu, oder? Milch gibt es auch immer dazu, genau. Runter, ne? Ist echt nicht tief, das ist höchstens ein Meter. Mein Gott. Hallo? Das ist ein Meter, man macht auch noch einen Köpfer, oh mein Gott. Guck, der ist sofort wieder oben, das ist höchstens anderthalb Meter, ich bin da hingegangen. Ja. Das ist doch lebensgefährlich, deswegen auch verboten. Nein, das ist ein anderthalb Meter. Höchstens. Nein, der ist auch sofort wieder hoch. Hast du nicht gesehen? Sofort. Ist nicht tief. Ich bin hingegangen, ich habe geguckt. Das ist lebensgefährlich, deswegen ist es ja auch verboten. Aber jeder. Die sagen auch so. Nee, sagen nichts, nee. Hast du doch nur, damit sie am Ende sagen können, ja, das stand verboten, ja. Wenn ihr das trotzdem auf eure Schuld. Wahrscheinlich. Aber selbst da von anderthalb Metern Köpfer zu machen, ist doch schon. Guck mal, kannst du gleich gucken, der ist sofort wieder oben, das ist nicht tief. Walla, es gibt so viel Querschnittslähmung, genau deswegen, ne? Ganz viele machen das. Die machen Köpfe und brechen sich das Genick. Ist echt so. Ja, ich weiß, Selin, du willst das auch machen. Hast du doch wohl nicht gemacht, oder? Nein. Er traut sich nicht. Aber ich bin mit der Erdschwimmen gelernt. Ja, ich weiß ja keinen Schwimmen, aber. Nee, er kann jetzt besser. Okay, früher konnte er echt nicht so. Aber jetzt kann er schon gut schwimmen. Wirklich. Das ist okay, ne? Und jetzt stell dir mal vor, die Sonne würde scheinen, wäre warm, dann wäre es voll angenehm, oder? Ja, dann wäre es wahrscheinlich. Wir kommen nochmal, bitte, wenn es einmal richtig sonnig ist, nehme ich euch nochmal hierher. Und wenn wir heute in Alanya sind, will ich nach so einer Dings da, Tour fragen, diese Seetour. Dann ist nicht auch Schwimmen verboten da? Steht doch da, oder? Schwimmen und Springen verboten? Oder nicht? Geht in der Städte. Ja.
Und das ist denen allen egal, ne? Ich glaube, dass man sich da nicht zu lange drin aufhält. Dass man nicht die ganze Zeit hin und her schwimmt. Weil zum Beispiel, hier sind immer gerutscht und dann sind wir wieder rausgegangen. Dann ist oben und dann sind wir rausgegangen. Aber keiner hält das lange aus, da drin richtig zu schwimmen. Verstehe ich schon. Aber warum steht dann Wasser drin? Weiß ich nicht. Oder die machen das auch zur Absicherung. Aber ist ja dumm. Weil da sind Rutsche, man kann da runterspringen, aber dann darf man nicht schwimmen, hä? Außerdem nach deutschen Standardregeln müsstest du dann auch darauf hinweisen und Verbote erteilen, wenn du das trotzdem machst, oder? Wenn das da schon steht, dann musst du doch aufpassen, dass es nicht was wir machen, sonst ist es doch wieder haftbar. In Deutschland würde jetzt jeder Mitarbeiter aus allen Ecken kommen. Ja, da steht Schwimmverbote, Springverbote. Ja, so ist was hier, ne? Jetzt regnet wieder. Ja. Es tut mir leid, ich habe nicht so den falschen Tag ausgehört. Ja. Aber wir werden gleich schwitzen. Und morgen seid ihr alle krank und dann sagt ihr, Celine, warum hast du gesagt, wir sollen da hingehen? Ja, was? Das ist so dein Risiko. Nein. Deswegen, ich sag immer, oh, da ist richtig schön, mir hat es gefallen, aber es kann auch nicht schön sein und es kann auch regnen und es kann auch so sein. Damit sie keine Verantwortung haben. Ihr seid selber schuld. Oder wenn du mich fragst, Anne, wollen wir dahin oder dahin, dann sage ich immer, ich weiß nicht so, wie ihr wollt. Ach so. Genau. Nein. Wir machen uns nie Vorwürfe, oder? Wenn irgendwas passiert, passiert eh. Ja, egal, sowieso. Kein Problem. Oh, jetzt regnet es nicht. Die bleiben auch alle voll lange, ne? Als würden sie hier übernachten oder so, keine Ahnung, ne? Die haben sich hier voll eingerichtet mit Handtüchern. Man sitzt hier auch immer stundenlang. Ja. Wir waren, glaube ich, auch von 14 Uhr bis 18 Uhr oder so hier. Mit Decken und Taschen teilweise. Ja. Ich habe richtig viele Stücke gegessen. Oh. Der arme Junge. Der ist doch voll klein. Kommt nach der Schule hierher. Ja, heute ist ja Sonntag, der hat ja nicht mehr Schule. Ist so ein Junge, der wischt alles ab und räumt alles ab. Höchstens 10, würde ich sagen, wenn überhaupt. Jünger. 9er. Vielleicht 8 sogar. So 8, 9, glaube ich. Kein Problem. Wir können auch nicht sein, der Auto. Ich will aber da noch mal ein Foto machen. Genau, weil du letztes Jahr hier warst. Wie sitzen die da oben nass, ne? Oh, man hat mich gewärmt. Aber regnet das auch in der Stadt? Die müssen doch frieren. Wahrscheinlich nicht. Nein. Als wir letztes Mal runtergegangen sind, wahrscheinlich da war unten Sonnenschein. Hier oben regnet es wie wahnsinnig. Den Berg runter war strahlender Sonnenschein. In Gizmit ist es auch noch voll warm. 26, 28. Ist ja auch erst September, ne? Guck mal, da waren wir. Da ist das Haus von Eigen.
Denn unsere sind ja im Köln. Richtig schön. Wir wollen da auch mal, oder? Immer den Jungen. Oh mein Gott, oh nein, oh nein. Es springt. Oh, das ist wirklich. Oh, das ist noch voll klein. Nein. Oh, das will ich nicht. Doch, doch, doch. Voll gefährlich. Halt mal ein bisschen drauf. Er will aber eigentlich nicht, oder? Doch, jetzt. Er will aber erfahren. Nein. Er verarscht. Er traut sich nicht. Er hat richtig Angst, aber er will. Die sagen ihn nicht.
Und was muss ich jetzt machen, damit die Hunde weggeht? Ich habe meine Gebisswaschung nicht mehr, ne? Hier sind sie rangekommen, hier. Nicht an meine Haut. Und ich muss nicht nochmal die Gebisswaschung machen? Nein? Nicht? Boah, das war... Aber ich hatte auch noch sowas gelesen, dass wenn das berührt, musst du nicht neu nehmen, sondern musst du die Stelle reinigen. Aber ich will auch nichts Falsches sagen. Sonst fragen wir mal. Ja, mach nochmal. Selin muss ja auch umbauen, ne? Nee, ich hab nicht wie gestern. Gestern ich hab auch. Sind wir in der Moschee gewesen. Aber der Hund ist auch an dich rangekommen. Echt? Nee, ich hatte die Tüte so hingehalten. Die hat richtig schlau gemacht. Nein, die hat mich nicht berührt. Ich hatte die Tüte und der ist an die Tüte gekommen. Nee, bei mir sind sie ran. An meine Weste auch hinten. Aber ich habe ja die Weste, die kann ich aussehen. Aber hier sind sie rangekommen, ich weiß. Hey, dass die nicht wieder geholt haben. Ja. Die ist richtig schön. Ja. Das ist schönes Kleid, ja. Richtig witzig in der Moschee. Wir gehen so rein. Ich so, oh mein Gott, Anne, ich muss noch die Gebetswaschung. Und dann waren wir richtig überfordert und haben so eine Frau gefragt und die guckt uns so an und antwortet nicht. Ich glaube, die hat uns nicht verstanden. Die hat uns nicht verstanden. Dann habe ich aber gesagt und hat sie Nein gesagt. So, ab das, so. Und dann bin ich da reingegangen. Das hat so nach Pipi gerochen. Das war richtig eklig. Und dann habe ich Männerstimmen gehört. Und dann habe ich erstmal Angst gehabt, stell vor, ich wäre ins Männerklo gegangen. Und da hatte ich schon meinen Kopf abgesetzt. Und war so, oh mein Gott. Aber dann ist ein kleines Mädchen auch reingegangen und dann wusste ich, ich bin richtig. Und dann bin ich schnell in die Moschee gelaufen. Ja, das ist halt doof, ne? Ja. Man, das ist schon auch... Ja, ich glaube auch nicht, dass das gut ist. Aber ja. Ja. Stell mal vor, du bist wirklich rein. Aber war aus Versehen, aber es wäre schon scheiße. Oh nee, das wäre... Ich hätte geweint, ja. Glaube ich. Ich wäre einfach stehen geblieben und hätte einfach geweint. Ich so, sorry. Ja, das wäre voll unangenehm. Ja. Also wäre dann so, ne? Ja, wäre ja so. Könnte man eh nicht ändern, aber... Wäre schon doof. Ja. Das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Ja, auch wenn ich keinen Kopf hätte, wäre es mir richtig unangenehm. Genau. Da würde ich, glaube ich, auch ja. Rein. Genau so. Wäre beides richtig in Teilen. Wir sind da schön mit Männerkalette rein. Naja. Ich weiß gar nicht, ich war auch mal mit irgendwem und die ist auch einfach aufs Männerklo gegangen und hat das erst gemerkt, als sie wieder rauskam und somit war da keiner und ist keiner reingekommen. Dann kam sie zu mir und meinte, ja, ich glaube, ich war auf der Männertoilette, aber war keiner da zum Glück. Ja. Lass uns mal bezahlen, wenn der kommt. Ja, weil den brauchen wir eh 100 Jahre. Das ist eben. Aber er kommt ja auch nicht. Wenn wir einfach gehen, merkt keiner, ne? Glaube ich. Oh, heute war echt der falsche Tag für den Entscheid. Aber ich mag diese Wassergeräusche so gerne. Und ich mag, dass das hier so zwischen Bergen ist, dass hier so viel Grün ist. Voll Natur. Und das ist kristallklares Wasser. Wenn du da reinguckst, du kannst den Boden sehen. Und das kommt direkt vom Berg. Also das direkte Bergwasser. Bergwasser. Glaubt ihr, das kann man trinken? Ja, habe ich mich auch gefragt. Also hier würde ich jetzt nicht direkt gehen. Haben wir auch mal. Wir waren ja in Fethiye. Und da waren wir bei irgendeinem Ort. Den man so bereisen konnte und da gab es dann auch so Kiel und so und die haben das dann auch, das konnte man richtig von da nehmen und sich damit haben wir auch gemeint, wir waren auch in Fethiye. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber ja. Auf jeden Fall da waren wir, da haben wir auch vom Berg direkt getrunken. Am Fuß, ich weiß nicht, was es war, aber das ist weg seitdem. Ne? Ist ja so eine Heil.
Haiwasser ist bei ihr, ne? Ähnliches. Oder Hühnerauge? Nee, es war, ich glaube, es war eine Stielwarze, wenn man mich fragt, ne? Aber die hat er jahrelang gehabt. Und dann hat er das alles mit eingerieben gegen weg, ne? Weggedacht. Wir haben das auch ins Gesicht und so. Die haben wir alle gemacht. Komplett voll. Aber wir haben gedacht, als wir unsere Füße da reingemacht haben, dann haben wir gedacht, so viele Leute sind da reingematscht. Oh, jetzt kriegen wir erst recht Fußpersonal sowas, ne? Ja, aber gar nicht. Nee, gar nicht. Und, aber die Strömung ist da sehr stark. Baba ist immer so mit Kettern hochgelaufen. Und dann sind die stehen geblieben, dann haben sie sich hingesetzt und dann sind sie so runtergerutscht. Also wie so eine Wasserrutsche. Weil die Strömung da ja beim Wasser auch richtig toll ist. Und wir haben auch tatsächlich direkt vom Berg Wasser getrunken. Das war so lecker. Ich habe noch nicht Glück an, der das ist besser als so. Wie viel? Nee, 50 habe ich. Nee, doch hier. Hallo. Gucken, wo ich die Gebetswaschung mache. Ich sie nie draußen. Ne? Ich mache das immer zu Hause. Wenn ich sie nicht habe, dann bete ich eigentlich auch nicht außer zu Hause. Ich habe sie eigentlich, aber die Hunde sind an mir dran gewesen, als ich, als wir rausgegangen sind. Wir haben die Hunde ja draußen gelassen und ja, dann ist die Gebetswaschung weg. Also Hunde speicheln da nicht auf Kleidung oder auf die Haut schon gar nicht. Weil der Hund ist unrein. Du gehst noch einmal ich weiß das auch, aber man kann ja doch mal fragen. Einmal, ne? Von der einen Seite wir von der Seite bis dahin einmal laufen, ob wir es schaffen. Und von da hinten ein bisschen kommen. Wird schon anstrengend. Was? Im Wasser? Ja. Nee. Nee, ich nicht. Auf keinen Fall. Nicht mal zwei Sekunden. Ich glaube, wir gehen da einmal lang.